Genau. Heute mal ein kleiner Tipp zum Bildschirmschoner, denn unter neueren Ubuntu-Versionen haben wir den aktuellen Bildschirmschoner nicht mehr. Da haben wir in den Einstellungen nur Bildschirm, Bildschirm an und aus und fertig. Das ist blöd. Also ich bin hier unter einer Alpha-Version von Ubuntu 12.04. Deshalb wird es im Video vielleicht noch zu kleineren Fehlern kommen. Nicht dran stören, liegt an der Alpha-Version. Gut, was wir brauchen, ist die Synaptic-Paketverwaltung. Die könnt ihr über das Ubuntu Software Center installieren. Habt ihr das gemacht? Könnt ihr nach Synaptic suchen. Synaptic-Paketverwaltung. Synaptic. So, Passwort eingeben. Synaptic-Paketverwaltung. Damit kann man Pakete installieren und deinstallieren. Suchen wir mal nach Screensaver. Paketname sortieren und zwar wäre es vielleicht ganz pfiffig nach Gnome-Screensaver zu suchen. Und zwar habe ich den Gnome-Screensaver deinstalliert. Gnome-Screensaver deinstalliert. Kann man dieses Häkchen rausnehmen, aktualisieren ist der raus. Und habe stattdessen den X-Screensaver installiert. X-Screensaver. Und die entsprechenden anderen X-Screensaver-Dinge hier. X-Screensaver-Data, Data-Extra, X-Screensaver-GL, X-Screensaver-GL-Extra. Hat man das alles installiert, hat man den X-Screensaver für den X-Screen. Gut, sieht dann so aus. Ihr könnt den starten, auch unter Ubuntu mit dem Ubuntu Starter, dann sucht ihr einfach nach dem X-Screensaver. Habt ihr sowas? Da habt ihr so eine ganze Liste von Screensavern, die man hier installieren kann, beziehungsweise anklicken kann, anwählen kann und abwählen kann. Das ist ganz nett gemacht. Zum Beispiel diese Ameise, die da läuft. Oder eine Ameise, die sich durch so ein Spielfeld bewegt. Ich kann das jetzt nicht alles ganz genau zeigen. Das würde jetzt zu lange dauern im Video. Mit den Einstellungen könnt ihr dann die entsprechenden Bildschirmschoner auch noch einstellen. Die haben dann ihre Optionen noch. Und über Komplex könnt ihr zum Beispiel hier einen Bilderordner noch einstellen. Ja, Bilderordner, wo ihr vielleicht viele schöne Bilder vorne. Ich zum Beispiel Desktop-Hintergründe. Manche Bildschirmschoner benutzen dann diese Bilder, um spezielle Effekte zu machen. Gut, End Spotlight. Zum Beispiel da, das Hintergrundbild, das auf der die Ameise gerade herumläuft, ist eins der Bilder aus meinem Bilderordner. Atlantis. Ja, ganz nett gemacht. Haifische und Wale. Über die Einstellungen könnt ihr dann Einfluss nehmen, wie viele Bilder pro Sekunde, wie viele Haifische, wie viele Wale oder ähnliches. Blocktube. Auch bei diesem Bildschirmschoner könnt ihr dann einstellen, wie schnell sich das bewegt, wie oft sich die Farben wechseln und ähnliches. Jetzt, Achtung, festhalten, jetzt lassen wir die Kuh fliegen. Bouncing Cow, boing, boing, boing. Als ich das Ding gesehen habe, ich habe mich weggeschrien. Ich denke, das gibt's nicht. Ich konnte mich eine Minute lang nicht halten. Wer kommt auf so einen Scheiß? Herrlich, herrlich. Gut, nächste Boxt ist auch wieder so ein 3D-Ding, mal ein bisschen konservativer. Das ist so eine 3D-Oberfläche mit so einer Art Lostrommel und da fliegen die Kugeln raus. Ist ganz nett gemacht. Braucht dann vielleicht auch nicht ganz so viel Prozessor. Speicher ab und zu Prozessor. Hier haben wir dann einen schönen Bildschirmschoner, den man so einstellen kann, dass da ständig Windows-Fehlermeldungen erscheinen. Installiert man so einen Bildschirmschoner dann auf dem PC des Systemadministrators, kriegt er wahrscheinlich die Krise, Bluescreens und ähnliches. Man kann dann einstellen, für welche Betriebssysteme die Fehlermeldungen erscheinen sollen. Das ist doch ganz nett. Bubble 3D, da kommen einfach nur so ein paar dreidimensionale Blasen hoch, aber auch schön gemacht. Ich habe ja also verschiedene ausgewählt, die meisten so ein bisschen 3D-mäßig. Bumps, auch wieder so ein Bildschirmschoner für meine Hintergrundbilder. Und da hatte ich so ein Linux-Hintergrundbild. Das ändert er so ein bisschen, invertiert das und macht so ein Such-Dingenskirchens.
Cage, so eine Art Escher-Bild, ein unmöglicher Würfel, den es im echten Leben nicht geben kann. Jetzt kommt ein gutes Karussell, da kommt das mit diesem Bilderordner wieder richtig schön zum Tragen. Da habe ich so einige Bilder in meinem Bilderordner, die werden zum Karussell dargestellt und die flupp, werden die ab und zu ausgetauscht und das finde ich ganz nett. Ja, also das Ding, da kann man einstellen, die Anzahl der Bilder und ähnliches, das kommt gut rüber. Finde ich gut. Circuit. Da fliegen Schaltkreise, deshalb auch Circuit-Schaltkreis, ne? Fliegen Chips und ähnliches durch die Gegend und hier für die Spielefreunde Craig Berg, das hat bestimmt ein Deutscher programmiert hier, das hier, wegen dem Namen Berg. So eine 3D-Simulation einer Landschaft, wo sich die Berge ständig austauschen. Decay Screen, gut, da habe ich wieder so ein Hintergrundbildchen von mir und das wird so ein bisschen verzerrt. Ist dann ganz nett, wenn ihr vielleicht ein Bild von euch selbst habt und das wird mit der Zeit so ein bisschen verunstaltet. Genauso Disort macht das gleiche. Da gibt's dann, ich glaube, was ähnliches gibt's auch unter Windows, so ein Disorder, ne? Da wird das so ein bisschen verzerrt, das Bild. Endgame. Schachspiel, das sich bewegt in 3D. Coole Sache. Engine ist ein dreidimensionaler Motor. Über die Option kann man die Anzahl der Zylinder einstellen. Ob das dann zum Beispiel ein V12 ist, V8 oder wie auch immer. Eruption. Pow. Da geht das los. Da eruptiert das. Das sieht cool aus. Ein bisschen wie Schweißperlen. Also nicht vom Schwitzen, sondern vom Schweißen. Mit dem Brenner oder Trenner. Extrusion. Da kommen die unterschiedlichsten Bildchen. Ihr müsst, wie gesagt, die Schoner mal eine Zeit lang laufen lassen, jeden mal so ein bisschen eine Chance geben. Denn nicht gleich vom Start an sieht man alle Effekte, da muss man wirklich mal eine Minute warten. Ganz bekannt ist die Fieberlampe, ne, mit den Lichtleitern. Kennt ihr vielleicht, habt ihr vielleicht daheim stehen. Das hier ist einer der schönsten, die ich hier gefunden habe. Ein Feuerwerk. Das sieht richtig klasse aus, finde ich, gerade wenn man so einen dunklen Desktop-Hintergrund hat. Je nachdem, Prozessorleistung und ähnliches, kann man dann über die Einstellung einstellen, wie schnell das läuft, wie viele Effekte da kommen und ähnliches. Flipscreen 3D, da geht's wieder in meinen Bilderordner. Da war schon zum Beispiel so ein Bild von einer älteren Ubuntu-Version drin und dann schwenkt er das so rum. Das ist dann bestimmt nett, wenn das euer eigenes Foto ist. Flurry, das ist mal ein bisschen ruhiger, aber toll gemacht. Schweift so ein bisschen rum. Jetzt kommt der Angriff der Toaster. Vorsicht, Knecke kommt. Ja, 3D, fliegende Toaster. Greifen uns an. Wunderbar. Gears, Zahnräder. Die Anzahl der Zahnräder kann man einstellen. Hierbei gefällt mir zwar nicht so gut die Farbwahl, so ein bisschen pastellmäßig, aber gut. Hanoi, das habe ich zuletzt gespielt, da habe ich noch einen Schnuller getragen wahrscheinlich. Ringe über Stöcke stecken, aber die Animation ist schön. Wenn man das als Bildschirmschoner hat, bestimmt nicht schlecht, das kommt bestimmt gut. Einer der Klassiker kommt jetzt, GL Matrix, den müsst ihr wirklich mal ein, zwei Minuten laufen lassen. Dann kommen da nicht nur die Buchstaben so runtergeblättert, sondern die drehen sich im dreidimensionalen Raum, ganz irre Effekte. Aber die Effekte sieht man erst, wenn man es eine Zeit lang laufen lässt. Gut, GL Planet, unser Planet, mal ein bisschen was Einfacheres. Fliegt unsere Erde durch die Gegend, ganz nett. GL School, das hat nichts mit Schule zu tun. Das ist eine Gruppe von simulierten Fischen, sag ich das mal. So eine Gruppe Fische nennt man auch eine Schule. Ja, das schwimmt dann da so her. Das sieht doch cool aus. Slideshow. Ja, das sind wieder Bilder, die ich in meinem Bilderordner habe. Die werden so nacheinander ein bisschen gezoomt und übereinander geblendet und so weiter. Ist auch schön. Snake. Eine Art schlangenförmiges 3D-Objekt, das sich ständig ändert. Ganz irre gemacht. Ich würde gerne wissen, wie man sowas programmiert. Das sieht doch hammerhart aus. Finde ich gut. Das ist eigentlich für Leute, die
die eine ungefähre Vorstellung haben, was das für ein Aufwand ist. Interessanter als die, die es einfach nur nutzen, die sagen, naja, da fliegen ein paar Würfel rum, GL Text. Hier seht ihr dann meine aktuelle Linux-Version, die ich benutze. 1204 LTS, Precise, Pangolin in der Alpha 2 mit Linux 3.2.0 14 Generic PI. Kleiner Tipp noch zum Schluss, nicht vergessen, das Ganze in die Startprogramme einzutragen, den X-Screensaver in die Startprogramme einzutragen, damit er automatisch gestartet wird beim Systemstart. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben, verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.